Willkommen, Freunde, zurück bei Cobra 11 Burning Wheels. Und wir sind wieder im Militärfahrzeug unterwegs. So. Und, Zentrale an Cobra 11. Einsatz am Containerhafen. Eines der Binnenschiffe entsorgt gerade Müll im Fluss. Beeilt euch und erwischt den Kapitän auf frischer Tat. Bis die Wasserpolizei vor Ort ist, haben sich alle Beweise buchstäblich aufgelöst. Giftmüll. Genau das meine ich, wollte gerade sagen, weil ich nämlich nur die Geländewagen auswählen konnte, weiß ich, wo ich hin muss. Nämlich zum Hafen. Und das ist auch eine Mission, die... Die werden wir wahrscheinlich öfters machen, weil ich die meistens nicht auf Anhieb schaffe. Giftmüll. Wie sollen wir denn bitte schon an den Kapitän rankommen? Ich hab da so eine Idee. Ja, ich ahne es, aber das ist nicht dein Ernst, ne? Das tust du nicht. Ach was, glaubt mir, über die alte Rampe am Hafen ist überhaupt kein Problem. Ja, dein Wagen, meine Knochen. Seit du bei dem Joha auf dem Lehrgang warst, lässt du echt nichts mehr aus. Stell dich nicht so an, im schlimmsten Fall musst du ein bisschen schwimmen. Ja, sehr lecker. Wer weiß, was der Kerl da gerade ins Wasser lässt. Ich hasse die Mission. Egal, kriegen wir schon hin. Irgendwann. Also stellt euch mal drauf ein, dass wir das ein paar Mal öfters machen, vermutlich. Genau deswegen. Ne? Eppa! So. Jetzt müssen wir nur noch da hinten richtig auf dem Schiff landen. Oh, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ja, schade. Oh, jetzt wird's eng. Wir kommen nicht rüber. Wir kommen einfach nicht rüber. Fehlgeschlagen. Und nochmal. Wie sollen wir denn bitte schon an den Kapitän rankommen? Ich hab da so eine Idee. Ja, ich ahne es, aber das ist nicht dein Ernst, ne? Das tust du nicht. Ach was, glaubt mir, über die alte Rampe am Hafen ist überhaupt kein Problem. Ja, dein Wagen, meine Knochen. Seit du bei dem Joha auf dem Lehrgang warst, lässt du echt nichts mehr aus. Stell dich nicht so an, im schlimmsten Fall musst du ein bisschen schwimmen. Ja, sehr lecker. Wer weiß, was der Kerl da gerade ins Wasser lässt. So. Nochmal. So, das hätte schon mal gut geklappt. Vielleicht schaffe ich ja mal fast auf Anhieb. Ah! Die Rampe müsste ein bisschen schief stehen. Ja! Geht doch. Geschafft, sehr gut. Okay, dann war es nur zweimal. Jo. Sehr schön. Können wir direkt weitermachen. Was fahren wir jetzt? Ne, Panzer will ich nicht. Taxi, ne. Ah. Wir fahren... Ah, die sind so langsam. Ne, die fahren... Ne, das machen wir ein andermal. Wir fahren den Geldtransporter jetzt mal. Eng. Der ist allerdings auch nicht viel schneller. Map. Juhu. Dödödöm. Jungs. Sieh mir, wir haben eine Bombenwarnung erhalten. Auf sämtlichen Gasrohren im Industriegebiet wurden Bombenpäckchen platziert. Ihr solltet herkommen. Ich schicke euch die Position ins Navi. Bombenalarm.
zur Feuerwehr. Okay, wir sind unterwegs, aber was sollen wir machen? Wir sind doch keine Experten für die Entschärfung. Ich weiß, aber unser Experte kann die Bomben nicht entschärfen. Sie müssen mit einer bestimmten Geschwindigkeit von den Rohren gerissen werden, damit der Bewegungsauslöser nicht zündet, weil er recht träge ist. Ich ahne, was jetzt kommt. Niemals! Warte erst mal ab. Die Sprengsätze sind sehr klein und können nur auf den Rohren echten Schaden anrichten. Geht aber einer hoch, gibt es eine Kettenreaktion und die halbe Stadt explodiert. Ihr wisst ja, was jetzt kommt. Wir haben euch an jedem Sprengsatz ein paar Behelfsrampen platziert. Und ihr müsst die Sprengsätze mit der passenden Geschwindigkeit treffen, damit sie nicht auf den Rohren explodieren, sondern erst auf dem Boden. Ja. Na dann los, nicht so lange überlegen. Super. 5 Minuten. Ich mach das mal Neustart. Ich hab mich nicht verfahren. Und die Zeit, die werde ich auch brauchen hier. So. Haben wir nicht, aber es hat trotzdem gepasst. So. Manche sind ja einfacher, es gibt auch welche, die sind richtig kompliziert. Der war ein bisschen schneller. Da ist noch eine. Passt. So. Wow. Das wäre um ein Haar schief gegangen. Das stimmt, das war sowas von knapp. Da haben wir auch Glück gehabt, dass wir die Rampe noch getroffen haben. Ach ja, genau das hier. Mann, wie viele denn noch? So. Jo. Ah. Jo, Patsch. Ist das jetzt die letzte? 110? Da oben. Ach du meine Güte, warte mal. Da brauchen wir ein bisschen Anlauf. Hoppala. Jeppa. Oh Mann, die wird schwierig. Ups. Oh. Unser Dach. Dann gibt es hier kein Schadenslimit. 8 von 10, 2,5 Minuten haben wir noch, okay. Boah, unser schönes Auto. Hä? Ah. Ich kotz gleich. Batsch, wieder vor die Mauer gefahren. Ja, vor die Rampe meine ich. Wie das Auto aussieht, um Himmels Willen. Jo. So, einen Checkpoint brauchen wir noch. Was sollen wir denn jetzt hin? Oh Mann, armer Ben. Hoppala. Boom. Tata! Ah, das dynamische Duo rettet mal wieder die Welt. Kapelle, Musik! Ist klar. Weiter. Weiter. Streife. Stadt. Stadt ist nichts, dann Autobahn. Aber Hintereingang. Okay, den hatten wir... Ne, Ambulanz, obwohl hatten wir noch nicht, fahren wir den.
Ach so. Ich dachte, jetzt wäre es mit dem Bild nicht in Ordnung. Aber geht ja. So, mal schauen, wo wir jetzt hin sollen. Hey, überall hört man, es wäre ein reicher Schnösel aufgetaucht, der gerne schnelle Autos fährt. Bleib mal hier. Bist du zufällig dieser Schnöselseekern Germir? Aha, ja, und du bist? Ich führe die Liga an und ich mag Spielgefährten mit dicken Bankkonten. Hast auch einen Namen? Den verrate ich dir, wenn dein Einsatz stimmt. Na, dann plündere mal dein Sparschwein. Gefällt mir. Wann wollen wir uns treffen? Vielleicht fährst du gerade noch tanken. Ich bin schon unterwegs. Die Liga Teil 2. Ich fahre zur Wache. Ich muss eh umsteigen. So. Wer fährt denn eigentlich? Ben. Wir haben fast umgekippt. Das Schub. So, was fährt denn der feine Herr? Oh. Ja, das gefällt mir so. Wo ist die Ausfahrt hier? Ah, ich hoffe, der Motor ist nicht zu laut. No. Bums. Boff. Einfach mal zur Seite geschoben. Zum Autokino, okay. Schicker Anzug. Gehört zum Job. Kleines Geschenk unter Freunden von der Modemesse in Mailand. Würde mir auch passen. Kannst du als Trostpreis mitnehmen. Deswegen lasse ich dich sicher nicht gewinnen. Ich bekomme den Anzug und 4 violette Euroscheine. Wenn ich gewinne, bekomme ich die 4 Scheine und ein Ticket in die Liga. Abgemacht. Also los. Okay. Wieso, bitteschön, fährt man mit einem Wohnwagen in ein Autokino? Wir müssen Erster werden. Sollte kein Problem sein. Strecke oder Runde? Runde, 2 Runden. Oh. Tschüss. Jo. Hoppala. So. Einfach gemütlich fahren. Appa. Hat gepasst, sehr gut, sehr gut. So. Zack. Okay, ich habe... Sollte eigentlich auch kein Problem sein. Ah! Verdammt! Boah! So. Ah ja, hier auf die Bahn, okay. Na, da ist er wieder. Und tschüss. Eieiei. Das wird keine Wiederholung, na gut. Hm. 350. Wir fahren ein bisschen runter. Oho. So. Ja.
Ein bisschen abkürzen kann man hier. Muss man nur so aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Nicht aufgefüllt. Rad war besser. So, hoppala. Okay. Also, irgendwie, wo willst du denn hin? Du hast dich verfahren. Also wirklich. Einfach verfahren hat er sich. So, ah, diesmal hier aber aufpassen. Ich wollte nicht wieder überschlagen. Au! Oh, und das schöne Auto. Oh Mann, was ist denn echt los? Oh, da kommt er. Weg hier. Miau. Bisschen die Kuh behalten wir uns mal. Oh, das war aber knapp. So. Na, na, haben wir es doch gleich geschafft. Ruf mich an, wenn du es nochmal versuchen willst. Die Jeans steht dir nämlich nicht. Weiter. 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 Das war aber jetzt. Ich glaube, jetzt haben wir soweit. Fahren wir den. Fehlt heute ein bisschen die Action. Weißt du, dann nimm du dir doch einfach die nächste Undercover-Herausforderung. Dann hast du deine Action und ich hab meine Ruhe. Spitzenteil 3. Dann fahr mich mal zum Autohändler. Oh. Mein Schlitten müsste mittlerweile wieder einsatzbereit sein. Ich dachte, wir sollten ihn zurück zur Wache fahren. Deswegen war ich auf dem Weg dahin. Aber er will zur Werkstatt. Dann soll er auch dorthin gebracht werden. Upsa. Ja, wieder eine schön weiche Landung. So ist das gut. Wieso schickt ihr uns eigentlich immer hierher? Soll ich das mal ausprobieren? Bam. Hier ist doch Quatsch. So, ah ja, dann ist die Werkstatt. Da, wo wir auch den Fritz abgeholt haben, beim LTM.
Wiedersehen. So. Na, mal sehen, wo sich die PS-Hafen heute so rumtreiben. Huch. Ja, warte mal. Das war ja mal ganz schlecht. Mal. Brauchst du wieder eine Dosis Adrenalin? Ich? Ja, sicher. Warum nicht? Na, dann zeig mal, ob du wirklich Mumm hast. Wir haben da einen netten Parcours. Die Bestzeit wirst du nicht knacken können. Wir wollen nur wissen, ob du es in einem Stück schaffst. Kein Problem. Kein Problem. Aber ich habe ein Problem, Freunde. Und zwar ist der Part vorbei. Und deswegen würde ich sagen, machen wir dies beim nächsten Mal. Ich sage erstmal bis dann und ciao.